Achtung! Das folgende Shapira Shapira Special enthält drastische Sprache, Rassismus, sinnlose Beleidigungen, bla 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 bla. Es ist nicht schlimmer als eine normale Bundestagsrede mittlerweile. Aber wir meinen es wenigstens nicht ernst. Kommt, legt euch ein paar Vaginas zu, genießt die Show, es wird gut. Get the fuck up! Simon says, get the fuck up! Throw your hands in the sky! Weezy's in the back, sipping yak, yo, what's hey! Up? Hallo! Herzlich willkommen zum Roast von Shahak Shapira! Yes! 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 Das ist die Euphorie! Das ist sie! Völlig gerechtfertigt! Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zum Budgetsender ZDF Neo. Mein Name ist Maxi Stettenbauer und direkt zu Beginn erstmal die Frage, Moment, was ist überhaupt ein Roast? Was soll das überhaupt? Das ist eine Tradition, die ursprünglich aus Amerika kommt und in den 50er Jahren begann das ungefähr, als sich Showgrößen wie Dean Martin, Don Rickles und zum Beispiel auch Frank Sinatra sich an einen Tisch gesetzt haben, um sich vor TV-Publikum gegenseitig zu beleidigen. Eine Vorstellung, die mich sehr erregt. Einige Gäste, die wir heute hier haben, sind auch tatsächlich Fans von dieser Idee. Andere sind hier, weil sie einfach sehr günstig sind. Ich zum Beispiel, ja. Ich bin der sogenannte Roastmaster. Ja, das heißt, ich führe euch ein bisschen durch den Abend. Und ehrlich gesagt, ich bin auch nur hier, weil Bernd Höcke keine Zeit hatte. Der wollte unbedingt kommen, als er gehört hat, dass wir hier einen Juden roasten. Aber hey, seid froh, ich bin da. Maxi Stettenbauer ist mein Name. Und wir haben wirklich heute eine ganz tolle Auswahl an absolut hängengebliebenen Gästen. Also mir macht die Sendung Spaß. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir macht Bock. Die wirklich auf nichts mehr Bock haben, als Shahak Shapira zu sagen, wie fett und unlustig und unsympathisch und unerfolgreich und jüdisch und hässlich und hässlich und hässlich er ist. Und wenn ihr das übertrieben findet, seine Mutter sieht's genauso. Das machen wir übrigens alles sehr gerne, heute Shahak beleidigen, weil wir wurden alle, also inklusive mir und alle, die hier sitzen, wurden von ihm herzlich eingeladen. Und dafür möchte ich mich im Namen aller meiner Gäste und mir herzlich bedanken. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Wir haben ein tolles Line-up und Michaela Schäfer ist auch dabei. Michaela, du warst schon bei fast jedem Trash-Format dabei, außer tatsächlich bei Frauentausch. Ich war auch geschockt, als ich das gehört habe. Ja, weil die Redaktion meinte, naja, wir müssen schon ein gewisses Niveau einhalten. Ja, lieber filmen wir einfach eine Biotonne. Michaela nimmt jede Möglichkeit wahr, im Rampenlicht zu stehen. Sie ist wirklich schon ihr ganzes Leben aufmerksamkeitsgeil. Und das ist auch wirklich gut so, weil anders hätten wir uns dich nicht leisten können. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank. Dann noch bei uns, und das finde ich unfassbar, auch super geil, dass er da ist, Echo Fresh ist bei uns! Hammer! Mega gut, Echo Fresh, du bist ein wahnsinnig vielseitiger Musiker. Du hast schon für alles Mögliche hast du Musik gemacht. Du hast für einen Vorlesewettbewerb Musik gemacht. Du hast für die Deutsche Bahn Musik gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Das Einzige, wofür du noch nicht Musik gemacht hast, sind die Charts. Dann, mein guter Freund Faisal Kavusi ist in der Haus. Faisal sieht aus wie Rainer Kalm und dem eine Shisha-Bar gehört. (lacht)
Sehr gut. Faisal ist wirklich, Faisal ist sehr vielseitig interessiert. Vor allem ist er interessiert an Gags von anderen Comedians. Und er hat bei Let's Dance mitgemacht, weil er tatsächlich glaubt, Schwerkraft ist eine Verschwörungstheorie. Es wird nicht leichter. Kenan Al ist bei uns. Kenan Al, ein fantastischer Stand-up-Comedian aus Berlin, habe ich mir sagen lassen. Und Kenan kommt aus Syrien. Und da stellt sich mir schon die Frage, wie kann man trotz Schwimmen so dick werden? Kenan Al ist definitiv die Antwort auf die Frage, was passiert eigentlich, wenn ich bei The Sims einen neuen Sim erstelle und 6-mal auf den Zufällig-Knopf drücke? Und auch noch mit dabei, die großartige Erica Radcliffe, meine Damen und Herren. Erica, oder wie ich sie liebevoll nenne, die Nummer 36, bitte. Und sie kommt aus Österreich und sie redet wahnsinnig gerne über ihr Leben als eine dreckige, perverse Schlampe, die es mit jedem treibt. Ich sag mal so, mit der Einstellung hat sie in der deutschen Medienlandschaft exzellente Chancen. Und zu guter Letzt, der Grund, den wir uns alle am besten sparen würden, aber weswegen wir leider hier sind, einen großen Applaus für Shahak Shapira! Ja. Ja. Danke. Ja, applaudiert ruhig, er bezahlt das Ganze. Shahak, vielen herzlichen Dank, dass du einen Roast veranstaltest. Danke, dass du uns alle eingeladen hast. Danke, dass ich es moderieren darf. Und ich war wirklich sehr überrascht, dass du die Sendung auf ZDF Neo bekommen hast. Ich weil auch. Bei deinen Auftritten wird immer mehr rausgeschnitten als bei deiner Beschneidung. Immer wenn ich mir Shahak angucke, denke ich mir, ach guck, jüdischer Humor ist doch eine Frage des Talents. Ich habe ein gutes Gefühl für den Abend. Ich würde sagen, ich habe genug gelabert. Jetzt kommen die Roaster alle Mann dran. Ich freue mich wahnsinnig. Wir beginnen mit dem einzigen heute Abend, der in Kohlenhydraten bezahlt wird. Kenan Al, großen Applaus! Hi! Hallo Leute, danke Herr Moderator. Vielen Dank. Vielen Dank. Whatever. Danke, Shahak. Danke sehr. Danke sehr. Danke. Wirklich. Danke. 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 Wärst du lustig, hätte ich keinen Job. Dankeschön. Danke. Ich bin einer der Autoren bei Shapira Shapira. Wirklich. Wärst du lustig, hätte ich Michaela nicht kennengelernt. Wirklich. Danke, dass du hier bist, Michaela. Oh Mann. Mann, warum machst du überhaupt einen Roast? Roast macht man, wenn was sich geleistet hat. Du hast nichts geleistet. Du hast nichts. Ich verstehe es nicht, Alter. Wir machen diesen Roast, weil wir im Autorenraum kein Material mehr haben. Wir haben kein Material mehr, diesen Typen witzig aussehen zu lassen. Künstler lassen sich roasten, um ein bisschen so Schwäche zu zeigen, Verlässlichkeit. Digga, reicht dir die Show nicht? Die ganze Shapira-Shapira-Show ist eine Roast an dich. Wir sind alle Verlierer heute.
Du, wir, das Publikum, ZDF. Außer Michaela. Michaela, du bist eine Gewinnerin. Du bist. Möge Gott dich schützen und segnen. Ich find's gut, dass Maxi jetzt einen Bart trägt. So, ohne Bart sieht er aus wie Füße. Maxi hat keine Details im Gesicht. Er hat so ein langweiliges Gesicht. Er sieht wie eine Waschmaschine aus, wo man die Klamotten von oben reintut. Das ist nix. Ach, Mann. Michaela, du siehst atemberaubend aus. Wirklich. Wirklich. Du raubst mir den Atem. Maxi sieht aus wie ein Typ, der Chips nie auf der Couch isst. Er isst seine Chips immer in der Küche, so am Esstisch. Und wenn er fertig ist, er macht die Tüte mit so einem Tütenverschließer zu. So, jetzt habe ich genug. Das waren gute Kartoffeln. Das waren gute deutsche Qualität. Gute. Er kommt frech. Also für einen Gangster-Rapper, hast du wirklich zwei unschuldige, sanfte Kanakenaugen. Wirklich. Alter, was ist passiert? Haben die Kinder deine Stullen geklaut oder so? Oh Mann. Echo Fresh klingt wie ein Muschideo. Klingt wie ein Muschideo, was Erika benutzt. Wirklich. Nee, Quatsch, Erika benutzt kein Muschideo. Sie benutzt das für ihren Arschloch. Für ihren Arschloch. So redet Erika. Das ist ihre Comedy. Das ist ihr Punchline zu allem. So, wirklich. Ich bin halb Asiatin, meine Mutter ist Asiaten, mein Vater ist ein Arschloch. Ich wohne in einer WG, mein Mitbewohner wohnt in meinem Arschloch. Unglaublich. Michaela, du brauchst kein Muschideo. Du bist der Grund, warum ich an Gott glaube. Danke. Michaela wartet auf ihre dritte Brust. Erika wartet immer noch auf ihre erste. Faisal will alle seine fünf behalten. Also. Oh Mann. Danke, Erika, dass du hier bist. Wirklich. Du bist die einzige Person hier, der weniger erfolgreich ist als ich. Wirklich. Das tut gut. Das tut gut. Danke. Arigato. Arigato. Oh Mann. Faisal ist so fett. Oh Gott. Ich dachte, ich bin fett. Und ich habe ihn gesehen. Ich dachte, holy shit. Faisal ist hier beim Rose, weil er dachte, wir grillen. Michaela, du bist der Grund. Michaela, du bist der Grund, warum es einen arabischen Frühling gibt. Ich liebe dich.
Michaela ist Miss Ostdeutschland. Shirak Shapira ist Miss Geburt Ostdeutschland. Shirak, einer der besten Comedians der Welt. Er ist ein toller Mensch und ein mega schlauer Typ. So. Shirak hat auch eine sehr gute Beziehung zu seinem Vater. Siehst du, die einzige Person, die gelacht hat, war die Autorin. Weil wir dachten, dass Shirak berühmt ist und alle Leute sein Buch gelesen haben. Digga, keiner hat dein fucking Buch gelesen. Sonst hätte der Joke funktioniert. Oh Mann, danke Shirak, danke für diese Möglichkeit. Ja, wirklich. Du inspirierst mich. Wirklich. Du inspirierst mich mit deinem orangen, dreckigen Stuhl. Du inspirierst mich. Du lässt mich träumen. Du lässt mich träumen, dass ich irgendwann auch eine Show habe, wo ich Leute einstelle, die Leute, die witziger sind als ich. Dankeschön. Was für eine herzliche Schlagerstimmung das hier gerade ist. Und deswegen kommen wir direkt zu der Frau, die aus mehr Einzelteilen besteht als Optimus Prime. Michaela Schäfer! Boah, ich bin echt geflasht, wirklich. Also erstmal möchte ich mich bedanken für die Einladung, ja. Also endlich mal was Seriöses zu machen, ist voll cool. Und ich musste echt erstmal googeln, was das hier heute Abend ist, ja, als ich diese Anfrage bekommen habe. Weil Roast kannte ich natürlich, aber euch kannte ich alle nicht. Sorry. Hi, Sai Tavusi ist hier, ja. Und ich werde jetzt natürlich keine billigen Witze machen, so Migrantenwitze, Afghaner und Deutschlandwitze. Das machst du ja schon selber. Und nein, kleiner Spaß, das machst du natürlich nicht, du klaust sie ja nur. Ah ja, Faisal heißt übrigens auf Afghanisch, wusste ich auch noch nicht. Isst du das noch? Und wenn die Jungs, sie glauben, sie könnten mich mit so einem kleinen Roast hier fertig machen, dann vergessen sie eins. Ich habe Heidi Klum überlebt und Dieter Bohlen und den Dschungel und 80 Ex-Freunde. Also mir kann keiner was vormachen. Aber Faisal und ich haben etwas gemeinsam. Ja, wir haben beide keinen Comedy-Preis gewonnen. Hm? Wobei ich wahrscheinlich höhere Chancen habe. So, aber jetzt als nächstes. Oh, da wieder so ein Name, ey. Echt, das sind Namen, ey. Kinanal? Kinanal? Nee, Kinanal. Kinanal? Ja, Kinanal ist auf jeden Fall in Syrien geboren. Aber er könnte niemals in Deutschland Terrorist werden, denn er wird es ja nie übers Herz bringen, Weihnachtsgebäck mit einem LKW zu überfahren. Kinan hat ja seinen Schlepper schon für den Iron Man vorbereitet. Und ich habe übrigens auch nachgezählt, also ich habe mehr Brüste, als Kinan Fans hat. Ja, Erika. Also über Erika kann ich und will ich wirklich nichts Schlechtes sagen. Ne? Also bei der Auswahl hier steigen die Chancen wirklich ins Unermessliche, dich heute noch abzuschleppen. Mhm. Und Erika wird ja in den Medien für ihren intelligenten Witz gelobt. Ja,
Was sollen sie sonst loben, ne? Ihre Depressionen vielleicht, die Unsicherheit oder dass sie einfach stinklangweilig ist. Nee, sorry, ich muss mich wirklich bei dir bedanken. Endlich denken die Leute mal nicht, dass ich die größte Schlampe des Abends bin. Cool. Sie thematisiert zum Beispiel immer ihren Scheidenpilz, ja, gerne auf der Bühne. Und ich zähle jetzt schon die Sekunden, bis der Echo und der Schachack da hinten losrennen, um sich ihren Mund mit Sacrotan zu desinfizieren. Ja, und Echo Fresh ist auch da. Voll geil. Also habe ich mich echt richtig gefreut. Ja, also fast 50 Jahre alt und ist immer noch voll jugendlich. Richtig cool. Und ich glaube, er wird mit 70 immer noch so aussehen wie so ein Kindertaschendieb vom Kölner Hauptbahnhof. Also der Echo hält sich ja eh für den türkischen Tupac. Ja. Dabei ist Tupac ja schon tot, aber immer noch erfolgreicher, ja, als du. Echo, deine Augenbrauen sind echt so fett, ja, wie so ein Zensurbalken. Ich glaube, Gott wollte einfach nicht, dass wir dein Gesicht sehen. Aber Echo und ich, wir haben was gemeinsam. Wir beide sind Schauspieler. Ja. Echo beschwert sich nämlich immer, dass er immer so den Quotentürken spielen muss. Aber da muss er sich gar keine Sorgen machen, denn es hat eh nichts mit Quote zu tun, wenn er auf dem Bildschirm ist. Ja. Ja, das Einzige, was man im Fernsehen noch seltener sieht als Echo, bin ich natürlich in Klamotten. Ja. Echo ist übrigens auch in Köln geboren, musste aber wegen Silvester 2015 nach Mönchengladbach umsiedeln. Bevor ich aber zum Hauptakteur des Abends komme, muss ich noch was zu, jetzt kommt wieder so ein scheiß Name, Maxi Stittenbauer sagen. Oh, ey. Maxi lacht übrigens wie ein Pädophiler. Ja, finde ich übrigens wirklich. Ja, der als Erzieher im Kindergarten eingestellt wurde. Mhm. Und Maxi ist auch immer so ein Typ, also der hat so eine Art, der hat, glaube ich, immer im Kindergarten und in der Schule so eine intakte Federmappe gehabt. Ja. So, jetzt aber wirklich zur Hauptperson des Abends. Schachak Shapira! Yeah. Das war gut ausgesprochen. So, der Schachak hat ja eine Eigensendung auf ZDF Neo. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass er auch mal Erfolg haben wird. Ja? Weil für die eigene Show hier musste er ja noch nicht mal lustig sein. Ja, es reichte schon einfach, ja, der einzige jüdische Comedian zu sein und nicht Oliver Polak. Den kannte ich auch nicht. Also. Schachak ist ja mit seiner Mutter mit 14 nach Sachsen gezogen. Als israelische Jude, ja. Also im Gegensatz zu ihm selbst hat seine Mutter wenigstens mal Humor. Und er hat schon 2 Bücher geschrieben, ja, und auch beide Exemplare verkauft. Glückwunsch. Super. Viele wissen aber nicht, ja, dass Schachak eigentlich viral berühmt geworden ist, weil 2 Araber ihn angespuckt haben. Nein, es waren nicht Faisal und Kinan. Denn die brauchen ja wirklich jeden Tropfen ihrer Spucke, ja, um ihr Essen zu verdauen. Aber Schachaks Opa, ja, es ist wirklich eine wahre Geschichte, finde ich auch super, super traurig, war ja Trainer der israelischen Leichtathleten bei den Olympischen Spielen 1972 in München. Und leider wurde er da ermordet. Ist wirklich traurig. Ja. Ja. Also vor allem für Schachaks Figur ist das wirklich sehr, sehr traurig. Vielen, vielen Dank. Es war toll, bei euch gewesen zu sein. Michaela Schäfer. Als nächstes kommen wir zu dem Grund, warum Frodo auf dem Weg nach Mordor einen langen Umweg nehmen musste.
Faisal Kavusi. Großen Applaus. Warte, mein Kreislauf kollabiert gerade. Gerade die Kinder aus dem Arsch schütteln, alles klar. Ich freue mich, das Line-Up zu sehen, Alter. Da fühle ich mich sogar ein bisschen erfolgreich, wenn ich ehrlich bin. Ich höre, was ist das für ein fucking Line-Up, aber da kommen? Guck mal, so zwei No-Names, Echo Fresh, Michaela Schäfer, sieht aus wie die Notfallliste bei Markus Lanz. Hallo, hier ist das Loser-Management? Ja, natürlich haben Sie Zeit. Und der Roastmaster heute Abend ist Maxi Gstettner. Und wir dürfen alle Maxi gratulieren, denn der hat vor kurzem geheiratet. Ja, tatsächlich. Er hat vor kurzem geheiratet. Das ist schön. Und sie sahen beide auf den Bildern so glücklich aus. Er und seine Schwester. Das war so schön. So schöne Bilder. In Bayern ist das legal. Ich weiß gar nicht, was du hast. In Afghanistan auch. Leute, wenn ich ehrlich bin, muss ich wirklich zugeben, Maxi ist ein grandioser Stand-Up-Comedian. So, vor allem, wenn man sich vorher Kenan und Erika angeschaut hat. Wirklich. Wirklich, Maxi, bei Maxi sieht man, da ist ein Profi am Werk, bei dem alle Gags in alle Richtungen schießen. Genauso wie seine Zähne. So, von einem hässlichen Fies zum nächsten. Erika Radcliffe ist im Haus. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dass du Zeit gefunden hast, hierher zu kommen, nachdem du vorher anscheinend bei deiner Einschulung warst, wenn ich dir ein Outfit so anschaue. Erika Radcliffe ist stolze Gewinnerin der Grazer Kleinkunstvogels 2017. Auf dem zweiten Platz waren behinderter Wellensittich. Erika Radcliffe ist so nutzlos, sie sollte ihren Künstlernamen umbenennen in Michaela Schäfer. Und ja, wie Sie schon selbst sagen, wie auch schon andere festgestellt haben, Erika ist halbe Asiatin und es gibt ja auch dort viele Klischees und manche sind ja auch wahr. Und eins davon kann ich bei Erika sogar bestätigen. Ich habe sie vorhin nackt gesehen und ja, es stimmt, alle Asiaten haben kleine Penisse. So, von zwei gescheiterten Existenzen zu der gescheiterten Existenz. Michaela Schäfer, ich freue mich sehr, dass du heute Abend hier bist. Ich arbeite selbst beim Fernsehen und ich weiß, oft wird einfach eine hübsche Quotenfrau eingeladen. Und da Erika mit diesen Bedingungen ein bisschen überfordert war, hat man Michaela eingeladen. Wenn Michaela Schäfer stirbt, wird sie nicht beerdigt, sie wird recycelt. Michaela Schäfer ist so billig, im 1-Euro-Shop kostet sie 50 Cent. Und laut Michaela Schäfers Wikipedia-Artikel ist sie Erotikmodel, Moderatorin, DJ und Sängerin. Ja, Mann. Und ich bin Triathlet. Kenan, schön, dass wir uns sehen. Ich bin auch sicher, dass du dich sehr freust, dass ich heute da bin, denn zum ersten Mal bist du nicht der Fetteste im Raum. Ich finde, Kenan Al sieht aus wie der fette, hässliche Bruder von Milhouse. Kenan Al ist aus Dubai geflüchtet, denn wer dort Titten hat, muss Burka tragen. Und wie schon erwähnt wurde, er hat den Magen verkleinern lassen. Ey, was bist du für eine egoistische Missgeburt, Alter? Digga, hätt's einfach mal früher gemacht, dann hätte deine Familie auch ins Boot gepasst. Kenan Al ist so unbekannt, wenn man ihn googelt, kommt nur dieser eine Emoji. Und jetzt, Brudi, jetzt mal ganz ehrlich, wohlwollend von Kanacke zu Kanacke. Es gibt zwei Sachen, die wirst du nie im Leben sehen. Dein Schwanz und Erfolg. So, kommen wir zu jemandem, der schon berühmt war, als ich mit 13 das Wichsen für mich entdeckt habe. Echo Fresh ist in der Hause. Ich freue mich sehr, Bruder. Ich bin ein großer Fan, ich bin ein großer, großer Fan von Echo Fresh. Aber ich finde es echt wirklich sehr, sehr gut, dass du hier bist. Du bist ein großer Mehrwert für diese Show, Alter. Digga, du bist so ein Lauch, neben dir wirkt sogar Maxi wie ein Gangster. Was ich meine? Echo Fresh ist der einzige Künstler, der Spotify bezahlt, damit sie seine Musik spielen. In meinen Augen, Digi, du bist ja nicht nur integriert und assimiliert, du bist motherfucking transformiert, Alter. Du bist so deutsch richtig, so dein Schwanz ist Schweinefleisch, weißt du, ich meine, so fucking deutsch bist du. Digga, du bist so deutsch, dein Familienwappen ist ein Mettigel. Du bist so deutsch, du bist so deutsch, deine Vorhaut ist nachgewachsen. Echo Fresh ist so deutsch,
Er hat Shahak versprochen, dass er seine Wertsachen nach dem Duschen wieder zurückbekommt. So, und jetzt kommen wir zu Legon Final. Darauf, worauf sich Afghani schon den ganzen Tag freut. Shahak Shapira. Ich bekomme so Shahak, sagt man eigentlich. Ne? Klingt wie so eine ganz besondere Art von Hack. Wie Schach und Hack, ja. Ich bin froh. Ich bin sehr, sehr froh, dass du so mutig bist, mich einzuladen, Brudi. Wahrscheinlich werde ich heute Abend noch angezeigt, aber egal, Hauptsache wir haben Spaß. Wir sind heute bei dem Roast von Shahak Shapira, was im Deutschen so viel heißt wie Grillen. Oder wie man bei ihm sagen würde, alte Familientradition. Shahak Shapira sieht aus, als hätte man Brad Pitt zu lange im Trockner gelassen. Und Shahak ist ja auch sehr, sehr viel auf Twitter unterwegs. Du bist sehr, sehr viel auf Twitter unterwegs. Er hat mittlerweile sage und schreibe 8000 Tweets abgesetzt. Sein Ziel sind 6 Millionen. Schlechtes Gewissen? Haha, ich nicht! Bei Shahak Shapiras Twitter-Account merkt man, wie gefrustet er ist und was für ein Geltungsbedürfnis er hat. Und ich finde, das wird langsam ein bisschen peinlich. Birgit, Digga, du blamierst dich mittlerweile so sehr, dein Opa rotiert im Ofen. Wenigstens passt er rein. Der war gut, du Hurensohn. Der war super. Shahak Shapira klaut auf Twitter so viele Gags, er ist kurz davor, seinen Account in Faisal Kavusi umzubenennen. Die Dreistigkeit. Und neulich, habe ich mitbekommen, hatte Shahak Beef mit Sophie Passmann. Was ist das Ergebnis, wenn Sophie und Shahak sich gegenseitig abstechen? 2-0 für Deutschland. Michaela zieht sich aus, während Shahak seine Therapiesitzung online stellt. So eine Art Seelenstriptease. Und das Schöne ist, Nazis können auf beides wichsen. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es ein bisschen befremdlich, mir was von einem Typ mit blonden Haaren und blaugrünen Augen etwas von Rassismus erzählen zu lassen. Ich meine, Diggi, du würdest in einer Nazi-Uniform genauso gut aussehen wie in einem gestreiften Pyjama. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, du bist jetzt in der zweiten Staffel deiner eigenen Sendung. Ich meine, du hast gezeigt, was man alles erreichen kann mit viel Leidenschaft, mit Arbeit, mit Kreativität, mit dem Schuldbewusstsein der Deutschen. Bruder, das ist grandios. Wirklich, du hast aus dem Holocaust mehr Profit geschlagen als der Vater von Anne Frank. Das war's von mir. Shalom. Alte Motherfuckers. Kommen wir jetzt zu einer absoluten Premiere. Zum ersten Mal auf ihrem Bildschirm unverpixelt. Erica Radcliffe, großen Applaus! So, oder? Was ist das? Okay. Ja, danke. Also, ich möchte mal halt das Maul. Okay, also. Fangen wir mit der ersten Person an. Ich fange an mit Michaela Schäfer. Sie ist sehr nett, aber ich muss sie auch roasten. Also Michaelas Vagina schaut aus wie Dönerfleisch. Kinan fängt an schon zu sabbern. Man muss leider sagen, Michaela ist sehr bedeutungslos, fast so bedeutungslos wie ich. Michaela ist genauso wie eine Vase, ja? Man kann nur etwas reinstecken und es kommt nichts raus. Und ich muss echt sagen, Michaela, du bist wirklich, wirklich langweilig. Also wer auch immer dich sexuell belästigt hat als Kind, hat wirklich einen schlechten Job gemacht. Man muss auch sagen, Michaela,
Michaela ist genauso ein Pornostar wie Shahak ein Comedian ist, ja. Alle schauen sich's an wegen den Titten. Was wirklich toll ist an den Plastiktitten ist, dass sie im Meer schwimmen werden und Wale sie als Kipper tragen können. Es ist echt cool. Ja, ich habe mir auch so überlegt, soll ich auch die Sex-Maschine machen, so ein bisschen sexy, sexy sein. Aber im Gegensatz zu ihr habe ich einen Vater und und er will mich nicht bumsen. ja, kommen wir zu Maxi Stettenbauer. Maxi Stettenbauer, er hat so, ich habe das vielleicht schon bemerkt, jetzt so ein bisschen die Körperspannung einer Pfandflasche. Wirklich interessant. Aber im Gegensatz zu ihm wirkt sogar Shaha cool. Ja, er wirkt schon fast wie Snoop Dogg. Ja, Maxi ist so langweilig und so weiß. Er sollte auch so tun, als wäre er jüdisch, um eine Fernsehsendung zu bekommen. Kleiner Tipp. Faisal Kawusi ist hier, wie man sieht. Ja, Faisal stiehlt Witze, das wissen wir jetzt schon alle. Er hat sogar selbst zugegeben. Hier sind ein paar Witze für dich, die du jetzt gleich stehlen könntest. Männer tanzen so, Frauen tanzen so, Deutsche sind so und Ausländer sind Schwarze Menschen sind Affen. Und Frauen sind behindert. Er hat das gesagt. Faisal, er war so, als er noch geboren, also bevor er geboren wurde, war er das Spermium im hohen Sack seines Vaters, das alle anderen Spermien gefressen hat. Ham, 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 ham. Ja, kommen wir zu Echo Fresh. Ja, Echo Fresh war sehr groß in den 90ern. Fast so groß wie Tamagotchi, kann man so sagen. Sein erstes Album hieß Ich bin jung und brauche das Geld. Sein jetziges Album heißt Ich bin alt und brauche noch immer Geld. So heißt auch Michaelas Autobiografie. Kinan alles hier. Ja. Erst dachte ich immer, dass Kinan Französisch spricht, bis ich bemerkt habe, dass er einfach außer Atem ist. Und Kinan ist so einer, der hat so ein bisschen so Internet-Eier. Das heißt, im Internet macht er alle fertig. Und im echten Leben hat er nicht einmal genug Eier für einen Stimmbruch. den lasse ich weg. Auf jeden Fall. Okay, kommen wir zum Star der Show. Shahak Shapira ist hier. Ja, Shahak erzählt immer, dass er immer gemobbt wurde während seiner Schulzeit, weil er ein Jude war. Shahak, du wurdest gemobbt, weil du fett bist. Shahak sagt immer zu mir, dass er auch so ein Asiate ist. Oh, ich bin auch ein Asiate. Und er ist auch ein Asiate von der Hüfte abwärts. Hier ist jeder Witz von Shahak Shapira. Nazis sind scheiße. Ha! Thank you.
Ja, Scharak ist leider fett, weil er von seiner Mutter noch immer gestillt wird. Ja. Mein Prinz! Scharak! Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ihr vom Yolo-Haus gehört, das hat er initiiert. Also er hat tote Menschen in Holocaust-Denkmal-Selfies hineingefotoshoppt. Und dann hat er bemerkt, dass ihm das wirklich Spaß macht, diese ganzen toten Menschen auszusuchen aus dem Internet. Und dann hat er damit Geld verdient und Ansehen bekommen. Einen großen Applaus an ihn. Danke. Ja, es arbeiten leider nur Schauspieler für Scharak, weil das die einzigen Menschen sind, die so tun können, als würden sie ihn mögen. Das war mein letzter Witz. Dankeschön. Erica Radcliffe! Zu guter Letzt der Künstler, der so heißt wie das einzige Waschprogramm, das ich mir leisten kann. Echo Fresh, großen Applaus! So, Freunde, endlich ein Profi am Mic, ja? Wie billig ist das eigentlich hier, was hier passiert? So eine Scheiße habe ich mit 16 gemacht. Und es hat sich noch gereimt, ja? Und ich hab's mit der Hand hier geschrieben und mit der anderen Hand habe ich konkurrierende Gangmember abgehalten, irgendwie mir näher zu kommen, okay? Naja. Faisal Kawusi, Shark Shapira, meine Brudis Fat Joe und Biggie Smalls sind also auch hier. Was für eine Truppe. Also ich setz mich ja für Integration ein, aber wenn ich in die Runde schaue, ja. Wollen wir hier wirklich jeden aufnehmen? Ist das Boot nicht langsam voll, Freunde? Maxi Stettenbauer. Der war natürlich schon immer hier, ja, ein alter, weißer, jungen Sack. Aber kommen wir mal zum interessanten Teil. Michaela Schäfer, ja. Der Grund, warum ich heute nicht der Älteste bin. Alle hier im Raum und das müssen wir halt zugeben, haben sich schon mal auf Michaela einen runtergeholt. Sogar Shark. Und der denkt beim Wichsen sonst immer an seinen Twitter-Feed. Ach ja, ganz wichtige Info. Das Weiße in Michaelas Auge sagt uns, die Sexpuppe ist schon voll. Bei Michaela Schäfer ist echt alles operiert, bis auf das Gehirn. Schade. Deshalb arbeitet sie nebenbei auch als DJ. Weil das ist das einzige Wort, was sie buchstabieren kann. Wenn Michaela auf der Venus an ihrem Stand ist, sind da mehr alte Männer, als wenn die AfD auf dem Dresdner Marktplatz Bratwürste verteilt. Erica Radcliffe, ja? Der Gnom mit der hohen Stimme, habe ich gerade gelernt. Ja? Ich habe schon Tinnitus, Alter. Kanakin aus Österreich. Und ich weiß jetzt, dass du ein Mädchen bist, weil hier steht Kanakin aus Österreich. Sie ist Österreicherin mit japanischem Einschlag. Ja? Ihre Familie ist also komplett für den Zweiten Weltkrieg verantwortlich. Danke an dieser Stelle erstmal dafür. Wenn Erika und Michaela die beiden letzten Frauen auf der Welt wären, würde ich Faisal ficken. Faisal Kawusi ist so etwas wie die weibliche Enisa Amani. Faisals Erfolgsgeheimnis ist abwechselnd auf Steuerung C und Steuerung V auf der Tastatur zu drücken. Er kauft seine Klamotten übrigens bei Obelix GmbH und Coca G. Bruder, wovon ernährst du dich? Eintopf mit ganzen Ziegen? Wegen ihm war es in Köln an Silvester 2015 so eng auf der Domplatte. Faisal.
ist das einzige fette Flüchtlingskind, was ich kenne. Er ist so fett, er würde nicht von Sea-Watch, sondern von Sea-World gerettet werden. Kinanal, Refugees welcome. Du bist eigentlich ganz cool, ja? Ich verstehe nichts, aber du bist cool. Der lächelt immer so nett, ne? Er macht irgendwie. Der macht wohl irgendwas mit Comedy, ja? Finde ich ja super. Jeder Ausländer, der Mario Barth eine Bühne wegnimmt, ist mein Freund. Kinan hat aber kaum Fans. Vor allem keine weiblichen. Eigentlich ist seine einzige Freundin Felix Lobrecht. Und die beiden verbindet was, weil du versuchst vergeblich von den Deutschen akzeptiert zu werden und er versucht vergeblich von Kanaken akzeptiert zu werden. Und das ergibt eine gute Symbiose, finde ich. Ne? Ich kenne Kinan wirklich nicht. Deswegen habe ich jetzt einfach die Witze vom Faisal genommen, die noch übrig waren. Ja? Reste, das ist auch so ein Wort, was die beiden nicht kennen. Boah, ihr seid alle so scheiße, Mann. Aber keine Angst, Stand-Up-Comedian werde ich in diesem Leben nicht mehr. Apropos, Shahak Shapira. Mach mal Lärm für Shahak Shapira. Als diese Anfrage kam, Bro, habe ich mich sehr gefreut. Ich habe dann gefragt, wer du bist, und dann habe ich mich wirklich sehr gefreut. Shark ist ein absoluter Narzisst, ja. Für ihn war es schon ein Kompromiss, dass sein Name nur zweimal im Titel der Show steht. Er ist so von sich selbst überzeugt, wenn er beim Sex kommt, schreit er, Staffel 3! Er sieht übrigens ein bisschen aus wie Macaulay Culkin, oder? Aber eher Kevin allein bei McDonald's. Scherz, er ist auch allein zu Hause. Aber darüber würde niemals jemand einen Film drehen. Ist viel zu traurig. Er wird oft auf Twitter beleidigt und bedroht. Zum Beispiel von meinem Rap-Kollegen Flair. Ja? Mit dem hatte der so circa vor einem Jahr mal Beef online. Und ich, wie man mich kennt, ich bin immer für den Frieden. Ja? Und ich habe natürlich mega Connections in die Rap-Szene. Und deswegen, Bruderherz, ja, habe ich was für dich organisiert. Ich habe ihn eingeladen, damit ihr das mal ein für alle Mal face to face klären könnt, ihr beiden. Deswegen Berlin, macht Lärm für your own, ja? Hier ist er, Flair! Da hast du jetzt kurz Schiss gehabt, ne? Das letzte Mal, als ein Jude so viel Schiss vor einem patriotischen Deutschen hatte, das war ein paar Wochen her, okay. Shark, du trinkst wirklich sehr wenig Alkohol, habe ich gehört. Ja? Er trinkt viel lieber Fanta. Er liebt Fanta so sehr, dass er seine eigene machen will. Fanta Shapira. Schmeckt nach Hummus, Ritalin und emotionaler Unzugänglichkeit. Trinke Fanta, sei Shapira. Das klingt lecker. Shark sieht aus wie ein gut aussehender Unternehmer im Körper einer Brandenburger Dorflesbe. Eigentlich steht er auf Muschis, aber gefickt wird er nur von Nazis. Okay, Freunde, das war's von mir. Ja. Ich muss wieder weiter. Bei mir geht die Karriere nämlich morgen weiter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, eine Stunde so zu tun, als hätte ich den blassesten Schimmer, wer ihr alle seid. Ich wollte auch einfach mal wieder ein bisschen unter Leute kommen, wisst ihr? In so einer wilden Gegend lebt jeder für sich und abgekapselt. Und wenn ich euch so sehe, ja, dann weiß ich wieder warum. Vielen Dank!
wenn er jetzt noch rappen könnte. Kommen wir nun zu dem Grund, den wir gerne alle vermeiden wollen. Der Bad Boy der deutschen Comedy. Der Grund für den Israel- und Palästina-Konflikt. Meine Damen und Herren, Shahak Shapira. Was ist denn? Vielen Dank. Ah, the roast of Shahak Shapira, oder wie ich es nenne, Twitter. Schaut euch meine Roaster an, schaut sie euch an. Nur Kanacken. Ihr seht aus wie eine Ausflugsgrube aus Bergen-Belsen. bis auf Maxi natürlich. Maxi Gestirnbau, oder wie mein Großvater sagen würde, er war's. Maxi sieht aus wie ein SS-Offizier mit Down-Syndrom. Maxi sieht aus wie ein Amokläufer, der seine Opfer siezen würde. Maxi sieht aus wie jemand, der Facebook-Kommentaren mit Entschuldigung, aber geht das auch sachlich beantwortet? Aber Maxi ist, man muss es sagen, Maxi ist ein hervorragender Comedian. Du hast es heute sehr gut gemacht. Ein Applaus an Maxi. Maxi ist auch international unterwegs. Er hat Comedy in San Francisco gemacht. Er ist sogar mit Robin Williams aufgetreten. Ja, ich werde jetzt das sagen, was wir alle im Raum denken. Der falsche Comedian hat sich umgebracht. Wisst ihr, mein Großvater wurde in den Olympischen Spielen in München 72 von Terroristen ermordet. Das ist nach Maxis Geburt das Schlimmste, was mir Bayern angetan hat. Ja. Es sind aber nicht nur wertgeschätzte Kollegen hier auf dem Podest, es ist auch Familie da. Da vorne zum Beispiel ist mein behinderter chinesischer Neffe, Erika Redcliffe. Erika sieht aus wie ein kleiner Junge, der sich an Litfaßsäulen reibt, weil es sich gut anfühlt, wo mein Pipi rauskommt. Erika reibt sich sehr gerne an unbeweglichen Gegenständen. Deshalb haben wir China so weit weggesetzt von ihr. Erika Redcliffe spricht so, als würde sie einem Kind erklären, dass seine Familie deportiert wurde. Erikas Vater ist ein österreichischer Jude. Erikas Mutter ist eine rassistische Japanerin. Erika selbst ist einfach uninteressant. Erika ist sehr katholisch aufgewachsen. Ja, Erika hat als Kind mehrere Priester sexuell missbraucht. Musste versetzt werden nach Berlin. Und jetzt ist sie hier. Das Weiblichste an Erika Redcliffe sind ihre Unsicherheiten. Sprechen wir über Erikas Vagina, man kommt nicht drum herum. Erikas Vagina ist so geräumig, Faisal hat dort eine Ferienwohnung. Nicht nur geräumig, auch ranzig. Erikas Vagina ist so ranzig, Michaela hat dort nächste Woche einen DJ-Gig. Gehen wir weiter. Faisal ist da, Kinan ist da. Faisal und Kinan sehen aus wie ein Vorher-Vorher-Bild. Faisal. Es gab heute viele Witze darüber, dass Faisal sein Material klaut. Und das stimmt. Faisal hat sehr viele Witze geklaut. Faisal hat mehr Witze geklaut als Israel Land.
Aber wer die Witze von Faisal kennt, die er selbst schreibt, wird wissen, dass er uns mit dem Clown Gefallen tut. Faisal glänzte bisher schon mit hochkarätigem Material über Merkels Zitteranfälle oder darüber, dass schwarze Menschen Affen sind. Das finde ich gewagt, dass du schwarze Menschen mit deiner Körperbehaarung als Affen bezeichnest. Wow, Faisal ist so haarig, wenn er in die Nähe eines Kindes kommt, wird er von Zoo-Mitarbeitern erschossen. Kinan, wie schwer bist du? 127. 127. Faisal ist mindestens anderthalb Kinans. Kinan hat jetzt übrigens einen neuen Job. Er arbeitet als Gewichtsangabe für Faisal Kavusi. Echte Geschichte, die heute passiert. Ich schwöre, fragt alle, ist es passiert. Faisal hat heute bei der Redaktion angerufen, nur zu fragen, oh, fuck you, wann das Catering da ist. Du Bastard! Ach ja, er ist fett. kommen wir zum nächsten, Michaela Schäfer. Gebt mal einen Applaus an Michaela Schäfer. Michaela, du warst fantastisch heute, du warst fantastisch. Michaela ist eigentlich Michaela, sie kann es nur nicht aussprechen, weil sie immer einen Schwanz im Mund hat. Aber genug damit, es wurde heute genug über Michaelas Körper gesprochen, aber es wurde nicht genug über ihre katastrophale DJ-Karriere gesprochen. Aber Michaela drückt nicht nur auf Play, sie produziert auch schreckliche, schreckliche Technomusik. Ihr Lieblingsinstrument ist ein Signalhorn. Ihr größter Hit ist Partypolizei. 1, 2, hier kommt die Partypolizei. Mit solchen genialen Texten macht sie nur Musikgrößen wie Echo Fresh Konkurrenz. Ich würde wirklich lieber ein Arschfick-Porno von Faisal und Echo angucken, als mein DJ-Set von Michaela Schäfer anzuhören. Aber sprechen wir über die anderen Erfolge von Michaela. Michaela hat den Titel Miss Ostdeutschland gewonnen, nachdem sie an nur einem Abend 6 Flüchtlingsheime angezündet hat. Ja, Applaus. Das verdient Applaus. Wir träumen davon, Michaela macht es. Aber es ist unfair, es ist unfair. Ihr müsst verstehen, Michaela hatte keine Chance, irgendwas Besseres aus ihrem Leben zu machen. Sie ist unter sehr schwierigen Bedingungen aufgewachsen. Ihr Vater war Arzt, ihre Mutter war Diplom-Ökonomin. Sie hatte keine Chance, sie musste DJ/Tittenmaus werden. Ging nicht anders. Michaelas Vater hat sie und ihre Mutter verlassen, als sie noch ein Baby war. Sie haben sich nie kennengelernt. Weißt du was, Michaela? Sein Pech. Sein Pech. Ich glaube, wenn dein Vater heute sehen könnte, was du geworden bist, wenn dein Vater sehen könnte, wie du auf einer Flatrate-Party in Brandenburg deine Titten zu Großraum-Techno mit abgestandenem Sternburgbier begießt, dann würde er zurückkommen, um dich wieder zu verlassen. Kinder, wie lange bist du schon in Deutschland? 20 Jahren. Seit 20 Jahren. Dafür sprichst du echt scheiße Deutsch. Wow. Wow, die Liste geht weiter. Kinan ist Araber, er wohnt in Neukölln, er hat sein Medizinstudium abgebrochen. Je mehr ich von Kinans Biografie lese, desto stärker wird der Rechtsruck in Deutschland. Kinan, du gibst Arabern einen schlechteren Ruf als Anis Amri. Kinan hat Medizin studiert, um Altenpfleger zu werden. Das ist wie Musik studieren, um Echo Fresh zu werden. Kinan ist so fett, die Berliner Polizei betrachtet ihn als eine arabische Großfamilie. Ja, 4 Blocks ist eine Geschichte darüber, wie gerne Kinan Butter mag. Es war nicht leicht für Kinan. Es war nicht leicht für Kinan Stand-up-Comedian werden. Nicht, weil er nicht lustig ist. Stehen fällt ihm einfach schwer. Er hat den
Hamburger Comedy-Pokal gegen einen Palästinenser verloren. Mir wäre das nicht passiert. Du lachst da, ne? Du musstest den Hamburger Comedy-Pokal zurückgeben. So. Echo Fresh. Echo Fresh. Echo nennt sich auch Echo Freezy. Das beschreibt den Zustand seiner Karriere gerade. Echo wurde von mehr Rappern zerstört als Michaelas Vagina. Echo Fresh sieht aus wie jemand, der Michael Wendlers Musikgeld für seine Beschneidung bucht. Echo ist auch als Schauspieler tätig, weiß nicht, ob ihr es wusstet. Er spielt eine Bandbreite an Rollen, also von Straßentürke über Assi-Türke, Türke mit langer Hose, Türke mit kurzer Hose, bis hin zu Türke! Wie so viele Rapper hat Echo auch sein eigenes, der hat sein eigenes Kopfhörermodell. Seine Kopfhörer werden von keinem Geringeren als der Marke Icybox produziert. Ganz genau, Freunde. Wenn so Loser wie Dr. Dre mit Billo-Marken wie Apple ihre Kopfhörer bauen, arbeitet Echo Fresh mit einem der größten Player für VGA-Adapter im Großraum Wuppertal. Echo ist bekannt für poetische Lines wie: Ich bin der Auserwählte, der die Austern schälte. Echo! Echo, man kann Austern nicht schälen! Kann sie nicht schälen, Echo! Man kann sie öffnen oder, wie Faisal es macht, schlucken! Vielen Dank, dass ihr hergekommen seid, um mich zu beleidigen. Manche von euch sind für die Quote hier. Andere, weil sie lustig sind und Faisal ist auch noch da. Nein, im Ernst, wir haben zusammen gelacht, geweint. Und ich freue mich, dass ihr alle da wart. Vielen Dank. Komm her, komm her, komm her. Mein Großer. Bitte sehr. Bitte sehr. Großen Applaus für alle Gäste und Shark Shapira. Das war der Roast von Shark Shapira auf ZDF Neo. Dankeschön fürs Einschalten. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Beats by Supremo, yeah. For all of my people, uh-huh. Negroes and Latinos, and even the gringos. Yo, check it, one for Charlie Hustle, two for Steph. Get the fuck up!